Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von holidaycheck.ch sowie Edelweiss Air, Cornercard, Ifolor und TCS. Die Holiday-Checker sind wieder da. Tanja Gutmann und Nina Heinemann. Holiday-Check ist der Großferientisch. Wir checken Ihre Feriendestination auf Preis-Leistung, auf Erholungswert. Die Welt Sport, Fun und Action. Wir wissen, was da gibt. Die Holiday-Checker. Dienstreise in Sachen Ferien. Wir checken das aus für Sie. Heute bei den Holiday-Checkern. Tanja und Nina gehen mal so richtig baden. Und hauen sich mal so richtig auf die Nuss. Schon letzte Woche sind die beiden von Zürich nach Marokko geflogen. Genauer gesagt, in die Hauptstadt Marrakesch. Die Reise in eine ganz andere Welt dauert nur gute 3 Stunden. Diesmal sind sie in Agadir, der inoffiziellen Touristenhauptstadt des Landes, am Atlantischen Ozean. Der 10 Kilometer lange feinsandige Strand ist das Ziel der Sonnenanbeter aller Religionen. 300 Sonnentage gibt es hier. Das trockene, warme Klima schenkt das ganze Jahr beste Voraussetzungen für Sport und Action. Die Holiday-Checker testen ihre nächsten Ferien. Willkommen in Marokko. Einer Feriendestination aus dem Bilderbuch. Tanja und Nina suchen zuerst ihr Hotel. Das Beach Albatross hat 4 Sterne, eine durchschnittliche Bewertung von 5,1 Sonnen und eine Weiterempfehlung von 89%. Oh, thanks a lot. They are heavy. Oh, er macht das souverän. Das Hotel ist ein Beachhotel, also ein Strandhotel. Und deshalb erwarte ich natürlich, dass alles darauf ausgelegt ist, dass ich den ganzen Tag am Strand verbringen kann. Und was für mich da noch mal ganz wichtig ist, dass der Bodenbelag im Zimmer auch strandtauglich ist, das heißt, kein Teppichboden hat. Die Mädels freuen sich auf ihre Zimmer und checken diesmal unabhängig voneinander. Oh, das erinnert mich irgendwie so ein als der Heim von meinen Großeltern. Das Hotel verfügt über 154 Zimmer, 4 Suiten und 15 Bungalows. Die Innenausstattung wirkt aufgeräumt, aber nicht gerade modern. Damals in den 70ern? Oh Mann. Oh, ich meine Haare da mitgeföhnt. Aber sehr schön hier. Bisschen Ausstattung, Shampoo, Bodylotion. Die professionelle Hoteltesterin Nina entdeckt kleine Schwächen natürlich sofort. Und was entdeckt Tanja? Das WC ist auch nicht das Neueste. Hey! Das habe ich jetzt also noch nie gehabt. Rosenblätter im WC. Es ist alles etwas älter. Sehr gut, finde ich. Es hat keinen Teppichboden. Aber natürlich ist der Stil oder der Charme schon aus den 90ern. Und das hier dünkt mich schon ein bisschen bieder. Ein bisschen altmodisch. Und der Ausblick? Ja, ein bisschen Strand, ein bisschen Straße. Ne? So. Der Strand ist aber schon noch recht weit weg. Also das Hotel liegt auf jeden Fall nicht direkt am Strand. Nicht direkt, nein, auf keinen Fall. Sollen wir mal runtergehen? Auf geht's zum Strand. Das Hotel liegt etwa 200 Meter vom Strand entfernt, verfügt aber über einen privaten Strandabschnitt. Der sieht auch ganz weich aus. Die beiden wollen die letzten Sonnenstunden genießen, suchen irgendwo ein ruhiges Plätzchen. Also mit dem Sonnenuntergang genießen auf einer gemütlichen Liege ist hier nicht. Nee, hier ist auch Parzelle an Parzelle. Privat ist das natürlich nicht. Das Beachhotel ist für mich direkt am Strand. Da kann ich rauslaufen und ich bin in ein paar Meter im Wasser.
Und da, das Hotel, das ist eingeklemmt zwischen zwei Strassen und du musst 5 Minuten laufen, bis du am Strand bist. Also Beachhotel, das ist es nicht. Gleich am ersten Tag machen sich die beiden Holiday-Checker auf die Suche nach dem flüssigen Gold Marokkos. Im Süden des Landes wächst im trockenheißen Wüstenklima ein Baum, der weltweit nur noch hier gedeiht. Und die Ziegen sind ein guter Wegweiser. Es ist die Arganie. Ihre Früchte sind ziemlich bitter und nicht genießbar. Aber Ziegen lieben sie. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Cool. Es gibt ja das Gerücht, dass Geissen die Organfrüchte essen. Ja. Und Steine, die hinterher wieder rauskommen, lesen Frauen auf und brauchen sie für die Arganölproduktion. Deswegen riecht es auch so komisch. Ob die Geschichte stimmt? Hi, Turia. Nice to meet you. Hello. Hello. I'm Nina. Nina. Welcome Nina. To our cooperative. Thank you. Ich brauche Arganöl schon seit über 3 Jahren. Selber für das Gesicht, für die Haut und auch zum Kochen. Und das mal zu erleben, wie das hergestellt wird. Ich habe es jetzt immer nur gehört, es ist extrem aufwendig und mit viel Schweiß und viel Arbeit verbunden. Da freue ich mich drauf. In der Arganöl-Kooperative arbeiten etwa 30 Berberfrauen. Dies ist für sie die einzige Möglichkeit, überhaupt Geld zu verdienen. Da die Natur die kostbaren Kerne ziemlich gut verpackt hat, braucht es einiges Geschick, um das edle Öl zu gewinnen. Tanja und Nina dürfen den Berberfrauen über die Schulter schauen. Und Nina versucht gleich mal, den traditionellen Produktionsprozess auf den Kopf zu stellen. Ob sich so ein Kern einfach aufbeißen lässt? Keine Chance. Keine Chance. Also Mädels, an die Arbeit. Okay, I will show you. Ah, okay. Also mit einem Nussknacker würde das viel einfacher gehen. Und auf die traditionelle Weise? Au! No, not your finger! Au! Ja, ja, es ist. Aber egal, wenn wir es nicht kann. Ich meine, es ist ja viel einfacher. Ninas Aufgabe: In den Früchten steckt eine Mandel. Und aus dieser Mandel klopft sie den Kern heraus. Ich brauche einen Nussknacker, das geht viel einfacher. Normalerweise ist die Arbeit anstrengend und eintönig. Hier, guck mal. So locken. Oh yeah, that's the better one. Sorry. Hey, ich bringe das Ding nicht auf. You have to feel the stone, okay? I have to feel the stone. To feel the stone, all okay. The weight. Yeah. The way to go on, not in your hand. Okay. Okay? Also, locker aus dem Handgelenk, heißt es auch. Like this. Nach einer halben Stunde erfolgloser Arbeit weiß Tanja, warum das Öl dieser wirklich gut verpackten Kerne ziemlich teuer ist. In der Schweiz kann man einen Liter für etwa 30 Franken online bestellen. This is in. Aha! Oh. How would you say, inshallah? Also, die Frauen, was die leisten, wirklich Hut ab. Mit einfachsten Mitteln wird ja da quasi Argankerne extrahiert. Erst aus der Schale den einen Kern, dann aus dem anderen Kern den Kern, wo hinterher das Öl draus gemacht wird. Und das ist extrem anstrengend. Natürlich wird das Öl nicht maschinell gepresst, sondern mit traditionellen Mühlen gemahlen. Die Früchte eines ganzen Baumes liefern nur 5 Liter des kostbaren Öls. Merhaba. Wow. Wow, schmeckt extrem nach gemahlenen Mandeln. That's your next word. Okay. Kneten. Okay. Also gut, dann gehe ich malen. Hey, das ist Muckis. 1 bis 2 Stunden dauert das Mahlen der Kerne und das anschließende Kneten der Mahlmasse. Tanja mahlt geröstete Kerne. Ihr Öl wird zu Speiseöl verarbeitet und schmeckt leicht nussig.
Wenn der Stein mal in Schwung kommt, ist, dann geht's. Aber es ist extrem anstrengend. Ich merke jetzt natürlich, warum das so teuer ist. Es ist reine Handarbeit und die ist auch Schwerstarbeit. Da zu sitzen, mein Rücken tut mir immer noch weh. Die Berberfrauen verdienen umgerechnet etwa 10 Franken am Tag. Und wenn die Arbeit schwer wird, fangen sie an zu singen. Nur eine halbe Autostunde vom Bilderbuchstrand in Agadir entfernt, tauchen Tanja und Nina in eine fremde Welt ein. Es ist über 30 Grad heiß in der Lehmhütte. Trotzdem rackern die Frauen hier Tag für Tag. Ich möchte hier gegen keine der Tanten Armdrücken machen. Ja, die Frau hat Muckis zu. Jede Einzelne gewinnt im Laufe ihres Arbeitstages etwa einen Liter des weltweit geschätzten Arganils. Ganz ehrlich, ich bin schwer beeindruckt von diesen Frauen hier drinnen. Ich weiss jetzt, wie wertvoll das ist und ich werde in Zukunft ganz sicher kein Tröpfchen Arganöl mehr verschwenden. Nach getaner Arbeit wollen sich die Holiday-Checker jetzt mal so richtig verwöhnen lassen. Tanja ist auf dem Weg in das Argan-Pyto-Haus, ein Wellness-Tempel, der das kostbare Öl aus der Kooperative verwendet. Besitzerin Turia empfängt sie persönlich und sehr herzlich. Nina wird den Wellnessbereich des Hotels Beach Albatross checken und bekommt dort ein Sonderangebot. Je voudrais faire une massage ou quelque oui, chose d'accord. À main. On a une super promotion si vous voulez faire. Et on commence par le sauna, le jacuzzi. Mm-hmm. Et après un massage avec huile d'argan, quand vous voulez. Mm-hmm. We offer a package which is actually 1 hour body scrub, actually hammam with body scrub. Mm-hmm. Plus 1 hour massage with argan oil. And our body scrub is the very traditional way in Morocco we do the body scrub. Tout ça, c'est 290 dirhams. 290 dirhams, also 38 Franken für das Komplettpaket. 400 dirhams, please. Really? Yes. Only. Das ist wirklich günstig, da muss ich gleich zuschlagen. Vous prenez diese Schale? Bien sûr, madame. Merci. Merci. Also 400 dirhams. Allein in der Schweiz wird nur schon Massage 3 bis 4 Mal so viel kosten. Also, das ist sehr guter Preis. Der Preis macht mich ein bisschen stutzig. 290 Dirham, 38 Franken Pi mal Daumen. Da würde man in der Schweiz nicht mal den Eintritt in einen Hammam bekommen. Von daher ist es hier wirklich so günstig und dann auch so gut. Beide Holiday-Checker sind Schweizer Preise gewohnt und finden die Behandlungen günstig. Ein Marokkaner mit dem Durchschnittslohn von umgerechnet 750 Franken könnte sich diesen Genuss allerdings nicht leisten. Sowohl Tanja als auch Nina bekommen zuerst ein Peeling. Meine ersten zwei Hautschichten bleiben auf jeden Fall hier. Hammam, Schrubben, gleich Schmerzen. Es tut wirklich weh, wenn einem die ersten zwei Hautschichten abgerubbelt werden und dann überall die Haut rumliegt. Es tut das ist wie so ein Stau, wo du daheim für die Pfanne zu putzen brauchst, wenn der Dreck nicht weggeht. Das kommt mir vor, als hätte jetzt so ein Ding auf meiner Haut. Die alte Haut wird abgewaschen und zwei Holiday-Checker entspannen sich. Das ist jetzt endlich wieder angenehm. Ich weiß ja, wieso wir 2 Stunden im Hammam brauchen. So aufwendig hätte ich mir das nie vorgestellt. Ich fühle mich wie eine taufte, abgeschrubbte Katze. Ich glaube, ich habe wirklich kein abgestattetes Hutschüppchen mehr an mir. Sie hat so Kribbel gemacht und da. Aber es geht mir sehr gut, es ist sehr entspannend. Ich bin total kaputt.
aber glücklich. Und ich glaube, ich war noch nie so sauber. Das Massageöl im Hotelspa ist bestes Arganöl. Kostbar, aber etwas herb im Geruch. Es fühlt sich sehr angenehm an. Allerdings riecht es ein bisschen komisch. Es liegt wahrscheinlich am Arganöl. Im Argan-Pyto-Haus ist das Arganöl mit Parfum versetzt und riecht deutlich angenehmer. Sie lenkt voll rein. Ah, das ist richtig gut. Die Maske tut sehr gut, weil sie der Haut Feuchtigkeit zurückgibt. Für 38 Franken eine Komplettbehandlung, die über 2 Stunden dauert, mit Hammam, mit tote Hautschüppchen entfernen, komplette Massage in Arganöl bis hin zur entspannenden Gesichtsmassage, war alles dabei und wirklich alles super. Das Argan-Pyto-Haus würde ich unbedingt weiterempfehlen, weil es ist einfach eine ganz andere Hammam-Erfahrung, als man es aus der Schweiz kennt oder aus einem Hotel. Es ist wirklich familiär, es ist persönlich. Und das hier dient wohl auch eher der Körperreinigung und dann der Entspannung im Sinne von Massage als einfach den verschiedenen Dampfbädern, wo man durchgeht. Das hat es hier nicht. Der Doppelcheck hatte diesmal nicht einen, sondern 2 Sieger. Tanja und Nina sind begeistert. Wassersport heißt in Marokko Wellenreiten. Das Surfmecker heißt Tagazout und liegt ein paar Kilometer nördlich von Agadir. Die Holiday-Checker sind frisch durchgeknetet und wollen sich jetzt austoben. Die Atlantikküste ist bei Surfern total beliebt. Das liegt natürlich daran, dass man hier hervorragend Wellenreiten kann. Das versuchen wir heute. Natürlich, von April bis September ist hier nicht Hochsaison. Das heisst, Glück für uns. Es gibt nämlich nur kleine Wellen und das Wasser wird auch bis hier kommen. Und jetzt gehen wir das Board rocken. Hiya. Hey, hello. Hello. I'm Nina. Hi, Zach. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? Good. Nice to meet you. Good. Okay, we are here for a surfing lesson. Beginner or? Yeah, we are. Bloody beginner. Yeah, first time surf. Yes. Okay, it's no problem. So how much is it? For 2 hours. Yes. Like 400 dirham per person, include the surfboard and the wetsuit. Okay. Okay. And the instructor too. You are the instructor. Yeah. Okay. Yeah. So you take the easy travel. Yeah, no problem. 400 dirham. 50 Franken. Das ist inklusive Equipment. Yeah, thank you. Thank you. Your first time you're gonna use it. Thank you. Yeah, very perfect. Much. Okay, I will show you the surfboard. Is outside? Yes. Yeah. Can come with me. Ich bin noch nie surfen. Ich wollte es immer mal probieren, aber irgendwie hatte ich nie den Mut gehabt und auch nie Gelegenheit gehabt und jetzt kann ich es endlich nutzen. Ich habe mit 15 schon mal auf einem Surfbrett gestanden und ich bin mir sicher, dass ich es heute wieder schaffe. Zumindest hoffe ich es. Okay, girls, here we're gonna surf today. So you see, this is like really small waves. Yeah, really big ones. These are big waves. No, this is small. It's, oh, come on. It's perfect condition for like beginner waves. Surflehrer Zach ist 22 Jahre alt und steht schon sein ganzes Leben auf dem Board. Because surfing is part of the balance. Everything works with the balance. A little mistake, you lose your balance, you fall off. For that, you don't have to be too much on the front. I have to be in the middle of the board. Okay. Put front of your body first, after your legs. This is like the first position you have, the you're paddling. First position, before paddling. Yeah. Front of my body, up. Yeah. The maximum longer, after push the water, one, and two. One, two. Ich finde es gut, dass man jetzt auf dem Sand wirklich die Trockenübungen macht, weil alles, was du ein paar Mal gemacht hast, was du körperlich erfahren hast, speicherisch. Oder auch ich speichere es besser und es wird mir dann viel einfacher fallen draußen im Wasser. When I feel my board is getting fast, I don't have to grab on the board. Always I have to keep my hand down of my shoulder here. Wow, das wird gegen mein Körpergefühl gehen. Okay, like that. I have to bring my back foot here. Keep your hand flat on the board. After I have to bring my front foot between my hand. After I stand up. Wow. Jetzt wäre ich schon das erste Mal im Wasser. Now is your turn trying. Okay. Slide a little bit in the back. Feel your toes touching the tie of the board. Look straight. Your hand longer deep in the water. Allez. Really good. Jetzt schaffe ich es. Now I have to stand up. Back foot. Yes, perfect.
No, the back foot first. Really good. Look at her. Come on, try. Look at her. Ja, das ist das, was ich gemacht habe. Perfekt. Really good. Your hand straight, look straight. This one first, after I have to move other one on front. One more time. Sehr elegant. And just like your body a little bit on front. Ob das auf dem Wasser ähnlich geschmeidig aussehen wird? Ich möchte auf jeden Fall heute einmal auf dem Brett stehen und eine Welle reiten. Ganz klar, ich wollte einfach besser sein als Nina. Wer surfen lernen möchte, der ist in Agadir genau richtig. Die weich auslaufenden Wellen im stehtiefen Wasser sind perfekt für Aufsteiger. Nina und Tanja fühlen sich pudelwohl auf dem ungewohnten Board. Nur das Aufstehen will und will nicht klappen. Das ist noch knifflige Sache am Anfang. Weil das ist höchst das Brett ankommt. Speed bekommen und schnell knapp versuchen aufzustehen, sonst kommt schlimm. Gleich nach der Werbung noch mehr gemeine, unglückliche und ungerechte Tauchgänge. Da warst du eigentlich. Aber voll geil. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von holidaycheck.ch sowie Edelweiss Air, Cornercard, Ifolor und TCS. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von holidaycheck.ch sowie Edelweiss Air, Cornercard, Ifolor und TCS. Willkommen zurück bei den Holiday-Checkern. Tanja und Nina kämpfen tapfer gegen marokkanische Atlantikwellen. Brutal anstrengend. Aber voll geil. Und dann klappt es endlich. Das Schöne am Surfen ist, dass du ein schnelles Erfolgserlebnis hast. Denn sobald du auf dieser weißen Welle reitest, kannst du auch schnell aufstehen und hast eben das Gefühl, von einer Welle zu stehen. Das ist schon toll. Und noch jemand hat jetzt richtig Spaß. Der Surflehrer Zack. Das Set ist super. Man sagt halt die ganze Zeit genau an, was man zu tun hat. Und deswegen kommt halt das Erfolgserlebnis. Von daher kann ich jedem nur empfehlen, einmal mit einem wirklichen Surflehrer die ersten Stunden zu machen. Surfen sieht so lässig aus. Aber für Anfänger ist es enorm anstrengend. Tanja und Nina nehmen ihren Job als Holiday-Checker natürlich ernst und ziehen den Einsteigerkurs bis zum bitteren Ende durch. Die Kraft geht unglaublich schnell weg und wenn man dann keine Kraft mehr hat, dann ist es vorbei. Man kann sich selber nicht mehr hochhieven. Deswegen lieber an mehreren Tagen weniger machen und dafür mehr Erfolgserlebnisse haben. Meistens sind wir definitiv noch nicht, aber der erste Schritt ist gemacht. Marokko hat wirklich so einiges zu bieten. Von Wellenreiten über Wüstentouren bis hin zum Arganöl. Da ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Ob Kreta das kann toppen kann, wir werden es sehen. Bis dann. Ciao zusammen. Ciao. Machen Sie mit bei unserem grossen Holiday-Checker-Wettbewerb und gewinnen Sie Reisegutschi von Holiday-Check, Flüge von Edelweiss Air, Fotobücher von Ifolor und Easy-Travel-Karten von Cornercard.
Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden Sie unter www.holidaychecker.ch. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von holidaycheck.ch sowie Edelweiss Air, Cornercard, iFollower und TCS.